Hallo und herzlich willkommen zur Folge 25 von Gothic 2 Gladiator. Wir sind im Prinzip in ein neues Gebiet einmarschiert in der letzten Folge. Wir haben das Duell gewonnen gegen Hermes. Dann gab es einen riesen Sklavenaufstand. Kali hat uns verlassen, also nicht im Sinne von er ist gestorben, sondern unsere Wege haben sich einfach getrennt und wir sind jetzt hier in so einem Kaff angekommen und können hier jetzt scheinbar unsere Karriere fortsetzen. Das große Problem allerdings, weil Proximo, der kam ja auch um, den haben wir ja abgemurkst und problematischerweise haben wir jetzt kein Dokument, das uns als Champion der Arena-Bucht, der Gladiatoren-Bucht auszeichnet und das ist ein großes Problem, denn der erste Bauer, der uns hier begrüßen wollte, der hat uns schon direkt gar nicht abgekauft, dass wir Champions sind. Das heißt, wir müssen hier direkt erneut unsere Fähigkeiten unter Beweis stellen. Oh, da wird der Wald auch schon dunkler. Ich wollte mich einfach mal hier ein bisschen umschauen. Denn wie gesagt, es bleibt linear. Die Welt ist nicht wirklich per se offen, sondern es sind halt sehr kleine Gegenden insgesamt. Aber trotzdem doch ganz nett. Schon haben wir hier einfach nur einen Wald. Ohne irgendwelche Gegner. Hier ist eine riesige Barrikade. Mitten im Nichts. Ich habe übrigens keine Ahnung, welche Vorlagen die... Hier geht sogar durch. Oha. Ich habe keine Ahnung, welche oder ob die Mod-Entwickler Vorlagen benutzt haben. Also irgendwelche bekannten Karten. Aus den Modder-Datenbanken. Aber hier geht's auf jeden Fall weiter, ne? Ich dachte jetzt, okay, hier ist eine große Barrikade, die die Welt begrenzt, aber tatsächlich ist das nicht der Fall. Hier geht's direkt in irgendwelche Katakomben. Oha, das sieht ja richtig böse aus hier. Ich frage mich, ob man hier rein soll oder nicht. Ich meine, bisher ist nichts passiert. Aber eigentlich haben wir einen ganz anderen Auftrag. Das ist mir schon klar. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt schon die Möglichkeit haben, uns ein bisschen was anzuschauen, dann machen wir das doch direkt. Vor allem in der Hoffnung, hier irgendwo im Eck was Wertvolles zu finden. Aber bisher werde ich hier grob enttäuscht. Das hier ist bestimmt irgend so ein Xardas-Verschnitt, der hier dran wohnt. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. An den Rändern nichts zu holen, nichts zu sehen. Da wäre jetzt so ein Irrlicht oder einfach nur irgendein Zauber sehr, sehr hilfreich, mit dem man einfach, also Telekinese beispielsweise, allen voran, dass man einfach nur in der Entfernung was sieht, wenn irgendwas markiert wird. Da oben haben wir auf jeden Fall eine Brücke, die führt irgendwo rüber. Und hier haben wir natürlich eine kleine Bibliothek. Ein paar Bücher. Links und rechts. Ich habe vor allem Schiss, dass wir hier gleich irgendwie überrascht werden bei einem Monster. Andere Ereignisse. Hier lebte oder lebt doch bestimmt jemand und er verließ die Truhe. Was für eine Truhe? Was für eine Truhe? Hat die Truhe verlassen. Obwohl er hinterließ die Truhe. Danke. Aha. Und alle Spender, die das Projekt finanziell unterstützt haben im Verlauf der Entwicklung. Ah, das ist ja ein bisschen Dings. An die, weiß nicht, Beta-Tester oder an diejenigen, die mitgewirkt haben an der Modifikation. Das ist natürlich sehr cool. Haben wir quasi ein Easter Egg entdeckt. Schön, dass auch der Mandalorianer hier mitgewirkt hat. Super. Der macht sich wirklich überall beliebt. Ein absoluter Strahlemann. Bez właściwego klucza nigdy. Aber wir brauchen einen Schlüssel hierfür. Ohne Schlüssel geht hier nichts. Ist natürlich nur die große Frage, wo befindet sich der Schlüssel? Ist halt die Frage, was es hier überhaupt generell mit auf sich hat, mit dieser Truhe und ob der Schlüssel hier in der unmittelbaren Umgebung ist oder weiter weg.
zu finden ist. Das ist natürlich schwer zu sagen. Auf jeden Fall ist hier auf dieser Plattform scheinbar nichts. Außer diese Dämonenstatue hier. Auf jeden Fall, wie gesagt, ein Buch mit einem. Oh, hier steht an alle Spender. Also vielleicht sind es wirklich die Leute, die quasi Bez finanzielle właściwego Mittel klucza nigdy bereitgestellt tego nie haben für die otworzę. Mod. Und da ich das jetzt hier kostenlos spielen darf, richte auch ich meinen Dank an eben diese Personen. Aber wir haben hier nichts Schlüsselähnliches. Das macht mich ein bisschen traurig. Vor allem würde ich gern wissen, wie wir da hochkommen. Ja, weil da oben ist ja auf jeden Fall sogar zwei Brücken. Also ich habe keine Ahnung, ob das vielleicht eine Dekoration ist. Nee, das ist doch, da ist doch bestimmt noch irgendwas. Der Turm ist auch gar nicht mal so klein, ne? So im Nachhinein. Ich dachte erst, der ist gar nicht so groß, aber ist schon nicht schlecht von der Größe. Hier muss doch irgendwo ein Schlüssel sein. Weil ich will wissen, was in der Truhe hier Bez drin ist. właściwego Da klucza muss nigdy tego nie otworzę. irgendwas Wertvolles drin sein. Mit der Statue kann man auch nirgendwo hochfahren oder so. Kann man vielleicht irgendwas aktivieren? Nee. Irgendwas drücken? Nee. Hier nicht. Wie ist es mit dem Kamin? Ihr wisst ja, wie es ist, ne? Manchmal gibt es Knöpfe an Kaminen und dann geht die wilde Fahrt weiter, aber hier scheint nichts zu sein. Ich bin mit der Gegend hier noch nicht fertig. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir den Schlüssel herbekommen. Dementsprechend, ja, so viel erstmal zu diesen kleinen. Also ich schätze mal, der Bereich hier ist eventuell vollkommen easter-eggig, also im Sinne von optional. Oh, noch Flash Boy. Schade, ich dachte schon ganz kurz, wir hätten direkt den Schlüssel gefunden, aber das wäre wohl Wunschdenken. Das große, große Problem ist, dass ich wieder extrem im Voraus produziere. Sonst hätte ich nämlich gesagt, ihr könnt mir gerne schreiben, wo der Schlüssel ist, aber das könnt ihr generell sowieso machen. Und selbst wenn ich dann den Schlüssel nicht finde oder den Tipp nicht mehr umsetzen kann, so haben wir dann dennoch die Gewissheit. So, okay, also gut. Haben wir hinter dieser Barrikade auf jeden Fall so ein halb unheiliger Ort. Ich habe eben gerade gedacht, ich hätte irgendwie einen Wolf oder so gehört. Aber es könnte auch nur der Donner gewesen sein. Jetzt haben wir natürlich direkt Pisswetter, das ist natürlich wieder hervorragend. Jetzt bin ich halt schon so ein bisschen, schon so ein bisschen heiß. Jetzt könnten hier irgendwo vielleicht Höhlen sein, aber ich wage es zu bezweifeln. Der Wald ist relativ klein. Jetzt befinden sich in ihm überhaupt keine Gegner. Vielleicht kommen die erst noch mit voranschreitender Hauptstory. Aber hier sind ja wirklich gar keine Gegner. Also ich gehe jetzt mal kurz hier ein bisschen zurück, weil da war in der Entfernung, also vom Startpunkt aus, schon eine Person. Die versuche ich jetzt hier ausfindig zu machen. Nämlich quer durch den Wald rennen. So, da vorne müsste doch der Anfangsbereich sein. Ich hatte ja eigentlich erwartet oder gehofft, dass in dem Buch mit also mit der Spenderauflistung da dann noch der Schlüssel versteckt ist, aber leider nein. So, da hinten ist der Knecht, den wir gesehen haben, ne, mit dem hier alles angefangen hat. Jetzt erstmal wieder wertvolle Weidenbeeren. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, was bringen dir Weidenbeeren? Du hast 800 Leben. Ja, wer redet denn davon, die zu essen? Ne? Niemand. Das ist wie Pfeile, das ist eine Notfallwährung, auf die man zurückgreifen kann. Hier geht's nicht tief runter, ne, da gibt's gar nichts.
So, wo war denn der Kerl? War der nicht hier? Ich meine, ich hätte hier irgendjemanden gesehen. Oder wäre das noch weiter vor gewesen? Ist auch sehr witzig da hinten, der Eingang. Diese riesigen Steinklötze, die hier gar nicht ins Bergmassiv hineinpassen, einfach ganz andere Farbe haben. Da hat doch einer nachgeholfen. Okay, vielleicht war es auch weiter vorne. Ah, genau, der Typ. An der Brücke, natürlich. An der Brücke, wo sonst? Da hängt noch irgendeiner am Baum. Ansonsten fliegt hier nichts rum, aber ein paar Pilze. Immerhin gibt es hier ein bisschen was zum Sammeln. Das ist total wichtig für mich, weil ich hatte schon Entzug. Das war ja krank. Der Gladiatorenbucht, da gab es nichts außer Sand. Aber ich wette trotzdem, dass ich irgendwas unter Wasser verpasst habe. Und wenn es nur irgendein mittelmäßiges Schwert ist, dass man zwischen dem dritten und vierten Kampf hätte gut einsetzen können. Das weiß ich, keine Ahnung. Aber bisher, wie gesagt, klappt ja alles ganz gut. Ich hatte mit größeren Komplikationen gerechnet. Hier geht's nirgendwo, oder? Nee, das ist einfach nur noch ein weiterer Stein, der hier aus dem Berg ragt. Okay, naja gut. Dann bewegen wir uns mal langsam Richtung Brückenwache. Das mit dem Turm lässt mir jetzt erstmal keine Ruhe, aber vielleicht kommen wir dazu ja später noch. Okay, in dem Wasserfall ist nichts. So, das ist vor allem, der scheint dieselbe Rüstung zu haben wie die Torwachen in der Gladiatorenbucht. Also ist halt wohl irgendwie so eine standardschwere Legionärsrüstung, keine Ahnung. Stać! Kim jesteś, Ulicha? Nie wyglądasz jak reszta podróżnych. Bo nim nie jestem. Przybywam tu, aby walczyć na arenie. Mogłem się tego spodziewać. Jestem tutejszym dowódcą straży. Jak coś przeskrobiesz, to mnie popamiętasz. Dobrze, dobrze. Rozumiem. Właź już do wioski, a nie stoisz jak cep. Die Kommandantenwache, ja? Und wir haben hier weitere Gardisten. Die Gardisten haben eher so... Da sieht man ja, das ist ja die mittlere Garderüstung, aber halt in die Antike versetzt. Und das ist die schwere mit Centurio-Helm wahrscheinlich sogar. Das Dorf Gallen. In diesem Fall, wenn wir hier herumkommen, der alte Mann sagte mir, ich solle ins Dorf gehen und mit dem Besitzer sprechen. Also dem Dorfältesten. Ist ein sehr nettes Dorf. Mit verschiedenste Gebäude quer hin und her geklatscht. Da hinten sind dann noch Felder, wo ich erst war. Und da hinten in der Entfernung war dann die Arena zu sehen. Was haben wir hier? Ist das ein Gasthaus? Ach, ich kann das Schild nicht anvisieren. Da ist einfach nur ein Krug drauf, das uns ja im Prinzip genügend erzählt. Also der Kommandant hier hat nichts mehr zu erzählen. Da haben wir den Robert. Da hinten ist einer sehr, sehr auf Achse, der will doch bestimmt mit uns reden. Hey, ty, Gladiator, co? Jeżeli będziesz chciał zagrać kościanego pokera i zarobić trochę pieniędzy, to daj mi znać. Chętnie zagram z tobą za pieniądze. Na jo, daran werde ich mich auf jeden Fall erinnern. Also das hier scheint wieder deckungsgleich zu sein. Ich hoffe, dass zwischen den Runden das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher sein wird als jetzt hier. Und zwar mir klar, dass wir jetzt höher wetten können. Was haben wir denn? Wir haben zwei Paar. Wir gucken natürlich direkt erstmal, wie weit wir den hier ausreizen können. Wahrscheinlich auch wieder vier Spiele. Oh, wir haben ein Full House. Gratuliere. Ja, so viel Glück müssen wir erstmal haben. So. Machen wir direkt nochmal drei weitere Gewinne und dann gucken wir mal, ob wir noch mehr. Ajo, was soll ich machen? Der hat jetzt schon was Besseres als ich. Was weiß ich, keine Ahnung. Ich schmeiß mal alles raus, außer die Fünfen. Vielleicht kriege ich ja vier weitere Fünfen.
Immerhin Drilling. Leider hat er, wie gesagt, direkt einen Full-House gehabt. Ja. Also der andere, wie gesagt, er konnte viermal bezwungen werden. Da konnte man genau 100 Gold machen. Eventuell hier dann 220 Gold. Das wird sich zeigen. Wenn man dann hier mal gewinnen darf. Na klar, Full House, das ist sicher. Jetzt geht das wieder los. Aber was muss, das muss. Und den fünften. Ja, das war wieder nix. Wie gesagt, auch wenn es halt relativ stumpf ist, bleibe ich trotzdem dabei, dass ich der Meinung bin, dass dieses Würfelspiel sowohl eine gute Idee als auch eine gute Umsetzung hier ist. Ja, klar, natürlich hast du wieder ein Full House. Hier aber auch. Guck mal, der hat schon. Der kommt, gibt mir Full House. Ajo, nochmal selbe gewürfelt. Immer diese Glückssache, ne? Jetzt verarsch mich hier nicht. Sondern gib mir mal hier ein bisschen was Gutes. Warum kriegt der eigentlich jedes. Also guck mal her, das ist ja das, was ich meine. Ist es wirklich Zufall? Ist es wirklich Zufall, dass der jede Runde ein Full House kriegt? Das frage ich mich. Ich würde einfach gern wissen, ob da, also welche Algorithmen da dahinter stecken. Ob die wirklich zufallsbasiert sind oder nicht. Der hat natürlich das höhere Doppelpaar. Wenigstens kein Full House. Ich meine, wie gesagt, wenn man ein Doppelpaar hat, ist die Chance auf ein Full House nicht so gering. Das weiß ich, das sehe ich ein. Aber manchmal guckt man sich da ein bisschen veräppelt vor. So, und den dritten. Und zack. Jawohl. Ha. Ich krieg einen Vierling. Ich meine, das ist beim Würfeln was anderes als jetzt beim Poker-Kartenspiel. Ist halt immer 1 zu 6. Und da haben wir mal gewonnen. Nur noch zwei immer. Dann haben wir es endlich geschafft. Oder man kann halt noch mehr bei dem hier machen. Ist halt die Frage. Wir haben einen Haufen Scheiß. Aber vielleicht kriegen wir ja ein paar Zwoer. Oder auch nicht. Komm, komm, ich will das doch einfach nur wissen. Was hat denn der schon wieder? 3, 2, eieieiei. Ich krieg 5 Dreier. Zack. Doppelpaar. Und der hat natürlich 3 Zweier. Meine Herren, komm, jetzt lass mich einfach zweimal Glück haben. Oder öfter. Ich will doch hier einfach nur demonstrieren und schauen, was man hier machen kann. Zack. Ja, nochmal eine 2 gewürfelt, natürlich. Aber wir haben so eine doppelte Ding wieder. Der hat Doppelpaar. Ich habe 3 Dreier. Das ist schon mal ziemlich gut. Jetzt könnte man eventuell ausziehen, den Kerl. Ui. Gratuliere. Alter, da hat's geknallt. So, da haben wir jetzt im Prinzip doppelt gewonnen, glaube ich. Oder irgendwie den doppelten Betrag gewonnen. Wir können weiter mit ihm spielen. Junge, jetzt rappelt's aber. Leck mich am Arsch. Ach, oh, ich hab's wieder nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Natürlich hat der einen Vierling. Ganz klar. Würfeln.
Das ist Kot. Aber der Gegner bleibt bei der Straße. Gut, das ist jetzt trotzdem nichts, wollte gerade sagen, weil ein Drilling reicht uns da auch nicht aus. Also ich glaube, wenn man erst unentschieden hat und dann quasi das Doppelte an Geld mitnimmt, ich weiß nicht, ob das so sein soll oder eventuell ein Fehler ist, aber auf jeden Fall gilt es quasi nicht für die Maximalanzahl an Runden, die man machen kann. Oha. Einserpaar, Wahnsinn. Also man konnte den anderen zumindest viermal besiegen und es war egal, wann wir diese Doppelrunde quasi gewinnen. Soll heißen, dann kann man sogar noch mehr Geld dem aus der Tasche ziehen. Ja, der Gegner hat einen Drilling. Haha, przegrałem. Ja, nichts hören. Komm. Gib Geld. Das sieht gut aus. Und das haben wir. Gratuliere. Also das war der vierte und jetzt? Okay, also auch wieder hier vier, wenn man Glück hat und eine Doppelrunde gewinnt. Ja, dann knallt es direkt richtig. Dann kann man direkt einmal 55 Gold und mehr dem aus der Nase herausziehen. Hier haben wir übrigens eine extrem große Masse an Betten einfach mitten im Raum stehen. Das ist dieses Feeling von mittelgroßen bzw. kleinen Mods. Da werden einfach überall dann Betten hingeknallt. Kein großer Schlafsaal dran oder so, einfach Betten mitten in den Saal. Das hat auch was Schönes. Was Gemütliches. So, wir sind in der nächsten Folge. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um in der erstmal hier in der Wirtschaft und dann generell im Dorf, bevor wir dann direkt loslegen gegen unseren ersten Kontrahenten. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.